Hallo, Stefan Nintendo am Start. Und zwar, es ist schwer. Heute habe ich wieder neue Filme bekommen von einem Kumpel mit sehr viel Wundersachen. Ich zeig's euch nach dem Intro. So, hier bin ich wieder. Ja, ich habe eine Tüte voller Spiele bekommen. Also, das ist hier alles drinnen. Also, hauptsächlich ist das alles DVD, ja. Und das werde ich euch einfach präsentieren. So, ich habe die Tüte jetzt natürlich schon angeschaut. Eigentlich wollte ich erst die Tüte. Also ich wollte es erst präsentieren, ohne dass ich wusste, was davon drin ist. Und ja, ich habe es jetzt doch mal angeschaut, weil man kann immer nie wissen, was da drin ist. Auf jeden Fall, das sind coole Sachen drin. Danke an meinen Kumpel. Der das anschaut, der weiß, wer damit gemeint ist. Und ja, dann fangen wir mal gleich an. Simpsons, die komplette Seasons 1, also die erste Staffel quasi. Das Ganze sieht so aus, in Silber, sehr, sehr, sehr nice. So, genau. Zu den meisten Filmen kann ich wieder nichts erklären, da ich sie selber noch nicht angeschaut habe. Und ja, es ist ja wurscht. Ich präsentiere sie mal einfach und ich bin froh, sie trotzdem zu haben. Die passen gut zur DVD-Sammlung. So, dann. Dead Präsident haben wir hier. Okay, das ist jetzt umgedreht. Anscheinend gehört sich das so, oder? Man muss es noch mal umdrehen. Dann habe ich hier so eine leere Box. So, das soll quasi, ich denke, das ist von einem Kino oder so. Das war jetzt mit in dieser Tüte drin. Na egal, geht jetzt nicht auf. Da, die Box ist auf jeden Fall leer, Leute. 50 Shades of Grey. Das Kino-Event 2015. Ticketverkauf ab den 12. Dezember 2014. Coole Sache. Dann, es war eine Fernbedienung drin. ja, anscheinend bräuchte er sie nicht. Das von einem Röhrenfernseher. Ist auf jeden Fall sehr lustig. Dankeschön dafür. Ja, die Fernbedienung brauche ich nicht. Die werde ich auf jeden Fall wegwerfen. Dann haben wir hier, ich glaube, das ist von Star Wars eine Figur. Auch ganz lustig. Also ich müsste lachen, wo ich das ganze Zeug gesehen habe. Also ist auf jeden Fall cool, ne? Dann kommt wieder eine DVD. Familie Feuerstein, Staffel 1 bis 3. Ah, weil ich habe das mit meinem Kumpel besprochen, habe gefragt, welche Staffel das ist. Dann hat man das auf die DVDs nicht gesehen, aber das steht hier auf der Box. Staffel 1 bis 3. Das sehe ich jetzt erst gerade in dem Video. So sieht das Ganze von hinten aus. Ja, genau. Und so sieht es von innen aus. Dementsprechend immer zwei. Nee, Quatsch, das sind sogar. Boah, das sind sogar 5 CDs. Ach so, ja, doch. Okay, das sind 5 CDs. Wollte jetzt schon zwei sagen, aber das stimmt nicht. So, dann kommen wir hier. Ist viel in der Tüte drin, muss man schon sagen, ne? Also, der hat sich Mühe gegeben. Das war halt so. Ich habe halt bei einem Kumpel gechillt und dann sagte er mir halt so: Ja, ey Stefan, ich brauche
ich brauche Platz in meinen Schränken, ich will neue Filme kaufen, ich schenke dir die Filme, die ich nicht brauche. Dürfte sie aber erst in meiner Wohnung anschauen, weil das eine Überraschung war und das war dann voll spannend irgendwie dann so, was da so alles drin war und deswegen müsste ich halt immer lachen, ne? Okay, also machen wir mal weiter. Coach Carter, das sind diese Filme von TV Movie, da gab es doch mal diese Hefte und dann hat man hier quasi das rausgeschnitten oder rausgerissen. Und hat man eine DVD-Box, die gab es halt nicht dazu. Da gab es halt nur die CD und diese Werbung. Und die DVD-Box, die müsstest du halt irgendwie immer selber auftreiben von TV Movie. Ja, jetzt kommt was ganz Lustiges. Und zwar, einen Augenblick, ich muss es jetzt gerade noch vorbereiten. Okay. FC Bayern München Socken. Danke nochmal dafür. Ist auf jeden Fall ein cooles Geschenk. Ja, kann man nichts sagen. Ravenous. Okay. Ich denke, ist ein Horrorfilm. Ja, okay, ist ein Horrorfilm. Ja, da sterben Leute. Auf jeden Fall. Dead Snow. Wahrscheinlich auch so ein Horrorfilm. Okay. Ja, jetzt kommen lustige Dinge. Also, so, ich habe Fußballkarten bekommen von ihm. Und wo ich mich sehr gefreut habe bei der Fußballkarte, irgendwo ist eine glitzernde dabei. Hoffentlich finden wir die jetzt, weil ich habe jetzt... Okay, nee. Außer ich habe nicht alle Karten raus. Aber auf jeden Fall sehr cool. Und ja, danke dafür nochmal. So, jetzt kommt wieder eine DVD. Dead Snow. Also, das scheint jetzt der erste oder der zweite Teil sein. Keine Ahnung. Ganz lustig. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob er das mit Absicht reingetan hat oder nicht. Aber... Das scheint ein Deckel von einem Getränk zu sein. Okay. Dann Kane Insane No Evil Uncut. Also ich habe mich wegen der Tüte sehr gefreut. Also da muss man schon sagen, ne? Auch wenn da, ich meine, dass da eine Figur drin ist und so eine Fernbedienung, das hat er als Joke reingemacht. Deswegen sage ich, da hat man schon viel zu lachen, ne? Und das finde ich ganz lustig, dass er das so gemacht hat, weil bei so einer Überraschung freut man sich. Er hat mir sogar einen neu verpackten Film gegeben. Ich kann jetzt nicht sehen, was das ist. Julian, nein, was? Lucian Warner. Okay, cool. Deadpool, ja man, Deadpool ist ein cooler Film. Okay, leere Hüllen waren dabei. Feder Gottes. Da habe ich ihn gefragt. Er hat gesagt, das wäre ein VBT-Rapper. Ich kenne jetzt aber den persönlich nicht so mit seiner Musik. Intro, bunte Schatten, analog, digital, fünftes Element, Embryos aus Stahl, Bloody Mary, Lizenz des Killers, Stadt, Land, Flux, also, okay, cool, danke, danke. Der gestiefelte Kater, das ist ein cooler Film. Nice. So, ja, die Hälfte haben wir schon fast wieder. Da habe ich mich gefreut. Ich habe zwar den Film nie geschaut, aber der soll gut sein und ich werde den auch tatsächlich schauen. Also alle Filme, die ich jetzt da habe, kann ich nicht schauen. Dementsprechend fehlt mir die Zeit. Aber 300, Rise of Empire. Rise of Empire. Sehr, sehr geiler Film. Also,
Ich habe da mal einen Trailer angeschaut und kann man auf jeden Fall machen. Ted habe ich jetzt schon auf der DVD, jetzt habe ich ihn auch auf Blu-ray. Danke dafür nochmal. Nochmal 300. Das wird wahrscheinlich ein anderer Teil sein. Sleeping Beauty. Also keine Ahnung, was das für ein Film ist. Also das ist kein Porno, weil jetzt dann eine nackte Frau drauf ist. Blödsinn. Aber so sieht das Ganze aus. Und ja, scheint so ein verrückter Film zu sein, dass alte Männer auf eine Frau stehen und Sex haben wollen. So, Internals Affairs, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Okay, State Property, Property oder wie man das ausspricht. Da ist Jay-Z dabei. Dame und Dash. Also Jay-Z kennt auf jeden Fall jeder. Die anderen werden wahrscheinlich, die kennt man nicht. Ist halt wieder so ein, da ist er doch, der Jay-Z. Außer das war Dr. Dre, aber das glaube ich eher nicht. Ja, okay. Über den Film sage ich jetzt nichts. Kenne ich auch nicht, kann ich auch nichts drüber sagen. Ohne Ausweg? Okay. Noch ein paar Fußballkarten gefunden gerade. Der letzte König von Schottland. Okay, cool. Tarzan 2. Tarzan 2 ist ein sehr schöner Disney-Film. Und auch die Musik von den Filmen ist sehr, sehr nice. Also ich mag Disney-Filme. Und ich schaue sie jetzt nicht mehr so oft an wie in der Kindheit. Aber ist auf jeden Fall cool. Kann man machen. So, Flair CD. Hinter blauen Augen. The Rock. Okay, dann kommen wir zu den nächsten Filmen. Zorn der Titan. Also ihr seht, er hat mir schon eine ganze Tüte voll geschenkt. Die war richtig, richtig voll. Okay, kommen wir einfach zum nächsten Film, der ist von Johnny Depp. Dark Shadows. Das sieht so aus. Dann Conan. Conan ist so ein Kriegsfilm. Ich habe davon gehört. Hotel Transylvanien. Pans Labyrinth, wieder so ein TV-Movie-Film. Gut, dass es davon Hüllen gab. Okay, dann Turtles, der Film. Der ist bestimmt cool. Ninja Turtles ist allgemein schön. Das kann man auf jeden Fall mal machen. Hamlet. Susi und Strolch. Wer kennt nicht Susi und Strolch? Das ist so ein schöner Film. Das fünfte Element ist auch ein sehr bekannter Film. Geht da um die Galaxie. Texas Chains 2D. Also so sieht es aus.
Ja, so ein brutaler Kettensäge-Film. So. Okay. Dann, wir haben es bald. So. 3D-Kollektion The Hills Have Eyes. Also, ich glaube, das ist so ein kranker Film. Wieder. So, das ist so in den dünnen DVDs. Da ist jetzt der erste Teil, der zweite Teil und der dritte Teil dabei. Ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht so der Horrorfilm-Fan. Außer Saw kann man sich geben und Wrong Turn, aber so krank, also so richtig kranke Horrorfilme muss nicht sein, Leute, ganz ehrlich. Ja. Okay, jetzt kommt wieder ein TV-Movie-Film. Vengeance, wenn man es so sagt. Keine Ahnung, was das ist. Achso, warte mal. Ah, ne, ah, das sind zwei Filme in einem, Leute, schaut. Einmal Daredevil, keine Ahnung, wie man das ausspricht, und Vengeance, kann's nicht aussprechen. Okay, dann kommt hier Believer. Ich hab keine Ahnung, was das ist, aber es sieht cool aus. Da ist jetzt so eine Karte drin. Scheint der Film selber zu sein, und dann kann man hier so rumblättern, ne? Ich glaube, der Film kommt mir bekannt vor, den habe ich schon mal gesehen. Aber naja. Equalizer. So. Dann habe ich die Musik unterbrochen. Die Noobs, klein aber gemein. Frankenstein! Yeah! Also diesen Film, den werde ich nie in meinem ganzen Leben anschauen. Der wird nur im Schrank rumliegen, das sage ich euch gleich. Toy Story. Toy Story ist eigentlich ganz cool. Also ich mag die Disney-Filme, wie gesagt. Das im Steelbook-Format, das ist cool. So, was haben wir jetzt hier noch drin? Okay. Jetzt kommt wieder was Außergewöhnliches. Die DVDs sind wir durch. Ein Star Wars-Raumschiff. Ja, interessant auf jeden Fall. Kann man mal machen. Jetzt habe ich hier noch ein paar Fußballkarten. Vielleicht ist da... Ah, da ist die Glitzernde dabei. Schaut mal her, Leute. Die finde ich ganz cool. Also ich mag Glitzerkarten so, ne? So, da ist noch eine Glitzerkarte. Sehr nice. Danke, mein Freund. Und eine Sache ist noch drin. Und zwar, das ist auch von dem Star Wars Raumschiff. Ich glaube, das ist eine Rakete. Okay. Ist ja wurscht. Also, Leute. Das war's schon wieder. Daumen hoch, wem es gefallen hat. Daumen runter, wem es nicht gefallen hat. Ehrliche Meinungen. Bitte abonniert meinen Kanal. Unterstützt mich. Wäre schön, wenn ihr das tun würdet. Wenn nicht, dann nicht. Ist halt so. Und ansonsten, ja, bis zum nächsten Video. Wenn ich die 100 Abos habe, kommt ein Special-Video raus. Lasst euch überraschen. Ich brauche nur noch 8 Abos dazu, und dann kommt dieses Special-Video, und das wird sehr, sehr lustig. Wir machen auf jeden Fall ein bisschen Blödsinn, ich und ein anderer YouTuber. Und ja, genau, dann euer Stefan Nintendo, haut rein, Peace und viel Spaß. Ciao.